Hallo, liebe Leute, einen wunderschönen guten Morgen im amerikanischen Outback bei einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind bereits in Folge 129 und ja, wir haben unseren Sprit hier voll gemacht. Wir haben auch noch Sprit an Bord. Ich hüpfe mal ganz kurz raus. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es jetzt mit der Sojamilch-Variante war, ob wir hier noch Sprit ausreichend hatten. Ne, nicht so super viel. Haben wir Soja, was wir jetzt am Start haben? Das ist natürlich die nächste große Frage. Ja, die 2 und 3 ist Soja. Okay. Dann sollten wir also auf jeden Fall schon mal Sprit in die Sojamilchfabrik schmeißen. So, und wir haben hier auch noch fast 30.000 laufen. Also das sieht alles gut aus. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hin und machen die voll. Oder vielmehr, nee, wir haben jetzt hier noch 11.000 drin. Und wir produzieren ja auch noch und 6.000 waren. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal eine Runde verkaufen. Machen wir einmal eine schöne Ladung Geld zwischendurch. Das ist auch was Feines, oder nicht? So, mal gleich unterwegs. Und die Querulanten auch schon wieder unterwegs. Nee, sind sie nicht. Wenigstens keinen gesehen. Wollen wir erstmal den Kram wegbringen. Unsere Felder sind alle klar Schiff. Da brauchen wir uns erstmal nicht drum kümmern. Tiersauberkeit, da könnte man ein Auge drauf werfen. Aber was machen wir zu unserer üblichen 18 Uhr Zeit, so irgendwie in dem Fenster. Auch mal gucken. So, ich glaube, ich muss jetzt ganz durchfahren. Ja, genau, das ist oben an den Schafen vorbei und dann links. Da ist der Dieselverkauf. Da werden wir uns erstmal schön auf dem Weg hin machen. So. Dann gibt es eine Ladung Kohle. So. Ich sollte das nie ganz zumachen. Hier irgendwo ist der da. Jetzt auch noch richtig gefahren. So. Ja, und jetzt sollte der Rubel rollen. Wir warten, bis er mit durch ist. Dann können wir auf jeden Fall schon mal die 11.000 Liter Sprit, die da sind, schon mal in die Sojamilchfabrik bringen. Das sollte dann erstmal reichen. Da sind dann noch 6.000, 7.000 Liter drin. Da sind 18.000 drin. Und so groß sind die beiden Felder nicht. Und dann können wir mit dem Rest mal gucken, was wir noch machen. Aber wie gesagt, erstmal kommt jetzt schön das Geld rein, das hat schon mal was. Jo, 74.000, so muss das sein. Sehr gut. So, schon geht es wieder zurück. Ja, auf dieser Umgehungsstraße hier oder dieser Auslaufstraße oder wie auch immer ihr sie nennen wollt, da fährt eigentlich nie ein Fahrzeug. Die fahren immer nur hier vorne quer und in unsere Richtung da hinten und das war's. Ich fahre jetzt auch mal wieder einfach gerade durch hier. Links und rechts kommt nichts. Dann geht das Ganze auch. Da hinten ist einer der Querulanten. Damit das um 4. Ja. So, sind wir gleich da und es ist keiner so direkt entgegengekommen hier auf dem Stück. Das ist auch schon mal sehr löblich, muss ich sagen. So, da sind wir wieder. Und ja, werden jetzt hier mal schöne Runde. Den Biodieselladen, der noch da ist. Ja, 11.000, 12.000 Liter irgendwie so aus der Richtung sind es. Ja, 12 sind sie jetzt sogar knapp geworden, das ist doch gut. So, sorry, sind wir haufenweise Frösche unterwegs. Wir werden den Spaß hier noch
abliefern. Dann können wir hinten einfach mal durch die Milch durchfahren. Auf der Rückseite davon haben wir das Ganze denn. Und dann können wir auch den Tank hier schon wieder Richtung Richtung Biodieselanlage fahren und einfach wieder schön sauber da in die Ecke stellen. Dann stört er nämlich auch keinen. Das ist eh seine einzigste Aufgabe. So. Ja, okay, wenn wir mit dem Futter da rumfahren. Ich lasse ihn, glaube ich, hier stehen. Die hatten wir die letzten Mal ihn ja auch stehen gelassen. Das sollte auch kein Problem sein. So, gut. Was müssen wir dann noch gucken? Wir können sonst allgemein mal durchgucken. Also die beiden Sachen haben wir gesehen. Hier bei der Futtergeschichte, klar, da fehlt, ne? Da fehlt einfach das Getreide. Wenn wir das Ganze hier angucken, sehen wir, dass Getreide nicht unbedingt Mangel ist. Also wir hätten auch noch Getreide. Also wir könnten das Ganze hier noch füllen und in Gang bringen. Das ist nicht das Ding. Wenn wir hier hinten nochmal gucken. Hier ist, glaube ich, das gleiche jetzt so langsam mit Gras. Ja. Weil Gras ist, glaube ich, das, was wir jetzt relativ wenig haben momentan, oder? Ne, auch das geht noch. 177.000. Wir sind eigentlich relativ gut bestückt, sehe ich gerade so. Respekt. Rüben sind noch mehr als genug da. Mais ist noch schön da. Den Mais, den wir jetzt ja gesehen haben, werden wir auch häckseln. Wir haben Sonnenblumen da. Getreidegeschichten sind da. Das ist eigentlich alles super. Ja, das hier springt leider erst an, wenn wir halt ein bisschen wieder was gemacht haben. Was wir jetzt hier noch haben, ist natürlich die Variante Milch verkauft. Ich glaube aber in der Sojamilch war nichts mehr drin, wenn ich mich nicht täusche. 24.000 Liter ist ja noch nicht das Große sozusagen. Treibstoff, ne, Milch hier ist leer. Also müssen wir noch ein bisschen mit Milch verkaufen, müssen wir auf jeden Fall noch warten. Das wird im Laufe des späten Nachmittags, frühen Abends aber wahrscheinlich noch voll werden, schätze ich. So, gut. Ja, was haben wir denn sonst noch übersehen? Tiere. Ja, Sauberkeit und Tiere versorgen sich. Hier müssen wir dementsprechend auch noch. Ja, Schweine haben wir jetzt zwischenzeitlich 147. Also das läuft gut durch. Da werden wir dann irgendwann auch mal unseren Schlachterpart dann in die Wege leiten können müssen. So. Wasser sind die eigentlich alle relativ gut dran. Ja, man könnte also echt noch ein paar Runden fahren jetzt hier, die Futtergeschichten klar machen, ne? Weizen, Gerste, Gerstenschrot, okay. Ich werde es wahrscheinlich auch den gleich mit dem großen Hänger machen. Ich sollte vielleicht mal auch den Motor anmachen, dann komme ich auch vorwärts mit dem Ding. Ja, dann sollten wir vielleicht mal eine Runde einmal bei den Tieren aufstocken. Manchmal sollte ich vielleicht die Hilfe doch dran lassen. Irgendwie will er hier. Jetzt will er ihn mir geben. Komisch. Naja. So. Wie viel haben wir denn noch in unseren Tanks hier drin? Ne? Ne? 229.000. Das ist auch okay, würde ich sagen. Gut, ja, dann würde ich sagen, wir fangen mal an mit der Tierversorgung. Gehen wir mal eine Runde. Ja, ich glaube, wir nehmen mal Weizen. Können wir die Gerste in den Futtermischer noch machen, wenn wir da noch was loswerden wollen. So, fahren wir einfach komplett rum. Nehmen wir einfach den kompletten Lagerbestand mit. Das ist immer das Einfachste von der ganzen Geschichte. Ja. Dann können wir auch nicht zu wenig haben, weil wir haben nicht mehr. Wenn es zu wenig ist, dann können wir es nicht ändern. So einfach ist es dann nämlich. So, bevor wir dann Mais und Gras füttern, müssen wir erst den Sauberkeitspart dann erledigen. Weil bei den Schweinen ist das, was sie rauskleben, immer Mais. Und bei den Kühen und bei den
Schafen ist es immer Gras. Deswegen sollte man immer vorher sauber gemacht haben, bevor man da halt das Futter nachmacht. Weil hinterher, wenn man das Futter voll gemacht hat, dann kann man das sauber gemachte dann nicht wieder reinschütten, weil sagt, der Bestand ist voll. Ne? Hört sich komisch an, ist aber so. Ne, hört sich nicht komisch an, aber ist ja gar genauso. So, mal gucken, wie viel die jetzt raufnehmen. Ich glaube nicht, dass das wenig ist. Oder? Das sind immerhin fast 10.000 Liter jetzt gewesen, die sie sich gegönnt haben. Das ist doch schon okay. So. Dann lagern wir den Part hier mal wieder ein. So, was wir dann auf jeden Fall machen können, ist Strohfahren für beide. Auch das macht rein gar nichts sozusagen. Und wir können auch bei den Kühen Silage fahren, auch das macht gar nichts. Das nehmen die alles so hin. So. Gucken wir nochmal. Sonnenblumen ist ziemlich voll. Das jetzt auch. Obwohl, der Mais ist auch ziemlich voll. Mit Glück geht der Gast rein. Also die Schweine brauchen im Prinzip eigentlich nur noch Stroh. Okay. Schweine nur noch Stroh. Und mit Glück kriegen wir den Mais da rein. Ganz kleines bisschen Balken ist da noch. Stroh braucht auf jeden Fall auch die Kühe. Das ist okay. Dann machen wir den Strohpart mal, würde ich sagen. So, dann Zuckerrüben vorbei. Mischration. Da haben wir Stroh. Kriegen wir mal die Schweine und die Kühe Strohhom. Nein, Stroh kriegen die, kein Strom. So, wollen wir los. Ich weiß gar nicht, was Stroh hier der hier außen irgendwo. War das hier die Strohannahme? Gucken wir mal. Ist die Frage, wofür es dann die Annahme war, wenn es hier finde ich es. Jetzt ist es. Richtig? Richtig. Okay, dachte schon. So. Naja, immerhin auch 9.000 Liter ungefähr. Klar, wir haben jetzt auch schon fast 150 Schweine. Also, es kleckert sich auch so langsam zusammen, was wir hier so machen. Ne? Sieht ihr auch, der Misthaufen steigt stetig sozusagen. Ich glaube, der Strohpart war auch auf der anderen Seite außen bei denen hier. Deswegen fahre ich jetzt einmal rum, weil dann bin ich gleich in Fahrrichtung wieder zurück aufs Lager. Dann werden wir die Jungs hier dann gleich mal sauber machen. Ich glaube, das macht dann auch Sinn. Weil vorher brauchen wir mit dem Gras nicht losfahren. Aber ich glaube, wir können vorher noch mit der Silage losfahren. Das sollte noch klappen. Da sollten die Kühe dementsprechend. Oh, wow, okay. Flugstunde. Aber sah nicht schlecht aus. Also gerade bin ich falsch mit meinem Stroh. Stroh wird hier nicht angenommen. Ich finde immer den falschen Platz bei den Kühen. Ich weiß nicht warum. Mal denke ich, hier ist richtig, mal denke ich, da ist richtig. Naja, wir werden uns überraschen lassen. Gucken, ob ich es hier loswerde. Jetzt fahren wir halt nochmal eine Runde. Ist ja auch kein Ding. Ah, hier wollen wir es haben. Ist ja auch schön. Wow, ordentlich sogar. Ich habe jetzt fast 24.000 Liter Stroh bei Schwein und Kuh untergebracht. Das ist schon ordentlich, würde ich mal sagen, ist das Wort, was mir gerade gefehlt hat. Naja, Randalierer. Da
dass sie immer mittig fahren müssen. Ne? So, gut, jetzt haben wir schön hier eine Runde noch. Den Spaß dahin. Abliefern und dann. Raus damit. Die guten Reste. Ja, Stroh hatten wir noch wieder einigermaßen aufgenommen gehabt. Das war ja auch gut so. So, das haben wir schön rum. So. Schnappen wir uns mal eine Ladung Silage. Das ist, wie gesagt, so super viel auch nicht mehr. Deswegen häckseln wir ja auch beim nächsten Mal. Dass wir den Spaß geregelt kriegen. Ja, Silage, was ich jetzt mitgenommen habe, wird wahrscheinlich ein bisschen viel sein, aber wie gesagt, wir tun es einfach mal. So, aber mit dem Tun sind wir auch für heute Morgen schon wieder durch. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid morgen früh. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen und über einen Share freuen. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank an die, die mich immer schon jeden Morgen hier so freundlich unterstützen oder überhaupt auch, wenn ihr es nachmittags guckt. Und dann, ja, dann sage ich vielen, vielen Dank und bis morgen.